Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise, Son of Rome. Wir können mittlerweile Verbesserungen wieder ausführen und die sollten wir auch machen. Und unser Vater will uns noch ein Geheimnis anvertrauen. Ich weiß allerdings noch nicht genau, was er davor hat. Aber die Fähigkeitsverbesserungen sollten wir nicht außer Acht lassen. Da sind neue freigeschaltet worden. Oh, die nehmen wir doch mal mit Ehre. Die Gesundheit ist immer gut. Umso mehr halten wir aus, wenn wir das skillen. Ah, oh, da kriegen wir noch mehr Erfahrung. Lohnt sich wahrscheinlich. Das mache ich mal gerade. Ne, da kriegen wir auf jeden Fall dann mehr Erfahrung für Umme sozusagen. Und wenn wir das früh genug skillen, ist natürlich meistens auch clever. So, jetzt aber wieder dem Vater hinterher. Bei dieser schönen neuen Folge dieses Grafikbombasten auf der Xbox One. Für die, die vielleicht gerade mal dazugeschaltet haben. Was hat er vor? Unser Marius. Kommt her! So, das wäre Nummer 1 hier. Und dem müssen wir wieder das Schild wegballern. Einer von den Dickerchen. Boah, das tat auf jeden Fall nicht so gut. Mist, das tat auch nicht so gut. Ich muss mal am besten wieder hier Bonusschaden oder sowas gehen. Und jetzt nehmen wir die beiden hoch. Direkt zwei auf einen Streich. Sowas hatte ich vor eigentlich. Shit. So. Dir machen wir es ganz gar nicht einfach, mein Lieber. Jetzt nehme ich auch noch deinen Kumpel dran und ihr beide und zack. Ja, und das war eine Centurio-Hinrichtung. Damit bin ich zufrieden. Oh, da ist ja noch einer. Da sind ja noch zwei. Okay, dann gehe ich nochmal auf Leben. Könnte ganz nützlich sein. Boah, jetzt wird es aber gerade haarig hier. Ich hoffe, unserem Vater geht's gut. Laut der Lebensanzeige schon. Au. Fuck. Okay, jetzt muss ich mich beeilen. Muss dringend einen von den Typen umnieten. So, zack. Und jetzt kriegen wir wenigstens wieder ein bisschen Leben zurück. Und nochmal bitte. Mist. Das war nicht so gut. Jetzt bist du dran, mein Lieber. So. Oh, noch einer. Mein Gott, wie viele Barbaren wollen es denn wissen? Wie viele muss ich von euch noch wegschnetzeln? Erinnert mich so ein bisschen an Conan der Barbar. Vom Look her. Die Germanen sahen ja eigentlich anders aus. Vor allem Bärte. Hatten sie ziemlich lange wie der Gronkh quasi. Oft auch Zöpfe und was weiß ich was. So, da haben wir schön geblockt. Und der Spielclip wurde da sogar aufgezeichnet. So, jetzt machen wir hier mal einen Run. Ach, Mann. Schwein. Beiß. Endlich. Ins Gras. So, und jetzt bist du dran, mein Lieber. Ich hoffe, dann reicht's auch. Und dann will ich wissen, wer dieser eine Kämpfer da vorne ist. Das reicht scheinbar doch noch nicht. Wer sind diese Barbaren? Scheißegal, töten wir sie. Finde ich gut. Das ist die richtige Einstellung. Immerhin greifen sie uns auch an. So, nächste Hinrichtung bitte. Bam. Ach du Scheiße. Alter Schwede. Zwei auf einmal von den Dicken. Komm schon. Oh Mann. Jetzt wird schon was härter langsam, aber sicher. Nummer 1 wäre jetzt Geschichte. Just in diesem Moment. Aua.
Mann, da hat er noch Glück gehabt, dass sich da noch so ein kleiner Barbar eingemischt hat. Ich glaube, ich muss mal darüber ein bisschen. Kämpft hier irgendwie die ganze Zeit allein und der Typ steht da nur rum, oder was? Helft mir doch mal, Mann. Du könntest mir im Kampf helfen, mein Lieber. Er hält sich bewusst zurück, oder was? Los. Verstärkung wäre wirklich nicht schlecht. Oh, Hölle. So, jetzt mache ich die aber mal auf den normalen Wege platt, weil sonst kommen wir ja nie weg. Ich habe das jetzt mal ein wenig gekürzt, weil der Kampf doch sehr lang war. Und die Kampfszenen mal so ein bisschen überbrückt. Damit wir nicht nur die ganze Folge nur Metzeln sind, sondern auch ein bisschen von der Story erleben. Oh mein Gott. Es ist viel schlimmer, als ich dachte. Du musst Rom retten. Rette es. Rette es vor ihnen. Ihr Schweine! Ihr mordenden Barbarenschweine! Ich werde tun, was du sagst, Vater. Ich werde Rom vor ihnen retten. Ihr Blut vergießen. Ich bin Kommandant Vitalion von der 14. Ein Freund deines Vaters. Wenn es Blut ist, was du willst, werde ich dir so viel geben, wie du vertragen kannst. Du bist in der 2., oder? Ja, Herr. Jetzt nicht mehr. Willkommen in der 14. Willkommen in der 14. Erfolg freigeschaltet. Ich werde dich rächen, Vater. Zeitsprung. Unter Vitalion schloss ich meine Ausbildung ab. Und erhielt sein Versprechen. In der 14. konnte ich mehr als genug Blut vergießen. Britannien. Diese stinkende Jauchegrube am Rande des Reichs. Die Heimat der Bastarde, die meine Familie ermordeten. Und den Aufstand anführten, der sogar die Straßen Roms erreichte. Meine Versetzung in die 14. führte uns auf diese Insel, wo ich an ihnen Rache nehmen und den Aufstand niederschlagen würde. Auf nach Britannia. Und den Süden der Insel hatten die Römer ja lange Zeit im Griff erobert. Dann hatten sie sogar einen Wall gebaut gegen die Barbaren, die sich im Norden befanden. Ein guter Start. Und wer ist das? Die Erscheinung?
Herzlich willkommen in Britannien. Erreiche das Ufer. Senke die Hafenkette ab. Es tut mir leid. Das sieht schon heftig aus. Ziemlich guter Trick, die Schiffe so abzublocken. Und die Hafenkette stört natürlich kräftigst die römischen Schiffe, beziehungsweise vermeidet sie... Ja, unterbricht sie bei der Einfahrt hier rein. In diesen Hafen oder was auch immer das sein soll. Wenn wir den Kettenturm nicht ausschalten, wird unsere gesamte Flotte zerstört. Und das wollen wir machen. Den Kettenturm ausschalten. Hier hochklettern und dann weiter darüber. Hier wurden wohl schon einige Schiffe zerstört. Ich glaube nicht, dass es jetzt alles die römischen sind, oder? Vielleicht sind das aber auch die aktuellen Schiffe. Ich weiß es nicht genau. Ein heftiger Angriff. Den kennen wir natürlich auch noch nicht. Okay, heftiger Angriff. Bam! Und nochmal heftiger Angriff. Und jetzt wirst du sterben. Gerichtet für deinen Verrat. Wobei, Verrat hat er gar nicht begangen. Eigentlich war er ja nur ein Angreifer. Einer, der die Stadt Rom in Schutt und Asche legen wollte. Den Dicken schnapp ich mir auch noch hier. Komm. Stirb. Und nochmal ein Centurio-Treffer mitten rein hier an der Küste Britanniens. Dein Kumpel ist auch noch dran nachher. Zack. Ja, und wie gesagt, wenn die Kampfszenen so überausarten, dass sie so mega lang sind, dann werde ich das so ein bisschen kürzen im Let's Play. Ich hoffe, das ist okay für euch, weil viele Kämpfe sind dann auch ein bisschen zu langatmig. Damit es dann auch endlich mit der Story weitergeht, habe ich mir sagen lassen zumindest. Das ist noch ein bisschen krasser wird. Kommt! Sammeln wir die Reste der 14. und dann kümmern wir uns um den Kettenturm. Und wir haben eine weitere Schriftrolle aufgesammelt. Das mache ich natürlich im Normalfall nicht mit dem Schnitt, aber wenn die Kämpfe dann halt sehr lang werden, kürze ich das gegebenenfalls. Und es ist halt auch wahr, das muss man halt sagen, drücke B, um Pfeilen auszuweichen. Dies ist deine beste Option gegen Pfeile, alles klar. Und es ist halt auch wahr, dass Nero, soweit ich mich erinnere, als Kaiser den Angriff gegen Britannia komplettiert hat. Also wirklich dann bis zu diesem Wall halb England erobert, beziehungsweise England komplett, aber bis an die Grenze von Schottland dann erobert. Und weiter hat sich das dann, glaube ich, auch nicht mehr groß geweitet. Und auf jeden Fall wurde dann der Hadrianswall von Kaiser Hadrian gebaut, um sich gegen die Barbarenhorden im Norden zu verteidigen. So, und wir machen jetzt weiter. Also nebenbei wieder eine kleine Geschichtsstunde. Ah, so kann ich auch Pfeile abwehren, alles klar. Und wir haben da auch eine Anzeige, ob der Pfeil in unsere Nähe kommt. Au! Und eine kleine Axt. Und jetzt seid ihr beide fällig, meine Lieben. Oh, mitten in den Bauch. Los jetzt! Hier nach! Wir haben noch ein paar Männer zu retten. Ja, Marius. Manchmal ist die Synchronisierung der Dialoge ein wenig leise. Und deinem eigenen Kettenturm zerschmettert. Gib das jetzt her. Na? Bam! Die Kettentürme waren also von den Römern, die sind gar nicht von den Barbaren. Ich denke mal, es müssen ja Kelten, Pikten oder irgendwie sowas sein. Ich weiß es nicht ganz genau.
Werden wir wahrscheinlich aber auch noch erfahren. So. Bam. Nochmal. Probier's gerne nochmal. Was soll denn der Mist? Und jetzt wieder im Doppelpack die Typen auseinandernehmen. Es gibt immer extra Punkte. Und da haben wir noch einen hier. Einen dicken, ne? Wo ist mein Helm geblieben? Ne? Du hast den wahrscheinlich. Beiß ins Gras. Ich fände es persönlich noch ein bisschen cooler wäre es gewesen, wenn die Feinde doch ein bisschen mehr Unterschiede hätten. Die sehen sich doch alle sehr ähnlich. Gerade diese Dicken hier. Okay, die drei nehmen wir auch noch her. Die machen wir jetzt auch noch eben platt. Das solltest du dir zweimal überlegen. So. Und jetzt kommt er wieder hier. Ich weiß gar nicht auch, ob das so passt. Also, obwohl die Kelten hatten ja schon so eine Gesichtsbemalung auch. Das sieht man ja als Überbleibsel auch so ein bisschen bei Brayford, bei den Schotten. Die ja im Prinzip auch in gewissem Maß die Nachfahren der Kelten sind. Wobei die Kelten natürlich zeitweise auch weite Bereiche Europas erobert haben. Boah. Sieht schon heftig aus. So, wie kommen wir jetzt zu dem Turm? Wahrscheinlich hier rüber, oder? Die anderen Jungs sind ja schon weiter. Männer, hört mir zu! Unsere Flotte ist zerstört, das Ufer ist in Feindeshand. Unsere Männer sterben im Wasser, wir müssen uns zurückziehen! Ja. Tod! Tod! Er muss tot sein! Ziehen wir uns zurück! Haben wir einen Sammelpunkt? Keine Ahnung! Hat niemand mit gerechnet? Die Vorzeit stand nicht gut! Sie standen gut! Wartet, bis ich den Befehl gebe! Cool. Die Dinger können wir uns natürlich schnappen und dann mal wieder ein bisschen draufballern auf die Bogenschützen. Aber erstmal den Typen da unten. Zack! Ich brauche mehr. So, alles rein damit. Wir können ja 5 Stück tragen. Das hatten wir ja geskillt, dass wir mehr Projektile auch tragen können. Autsch. Jetzt! Fuck, verfehlt. Jetzt wird's Zeit. Oh oh. Die sind da hinten natürlich auch ein bisschen im Vorteil. So, den ersten Bogenschützen, da haben wir. Die anderen hier machen wir auch noch platt. Ich warte. Jetzt! Shit. Ist ja nochmal gut ausgewichen. Zum Glück machen die Bogenschützen nicht so einen immensen Schaden. Ich warte jetzt noch, bis er hochkommt. Und jetzt drauf da! Oh Mann, das sind echt viele. Ich glaube, da müssen wir definitiv noch ein bisschen vorarbeiten. Hier mit den Speeren. Und die den irgendwie reinwirken. Okay, jetzt weiter. Darüber. Erstmal die Typen hier unten platt machen. Autsch! Jetzt tun die Pfeile natürlich weh. Umso näher man an der ganzen Nummer dran ist. Lauf weg, solange du noch. Ihr könnt auch gerne alle rüberkommen. Na gut, Männer. Tötet die Bogenschützen. Vorwärts! So, jetzt bin ich mal gespannt. Eine Dreier-Kombo kann ich in dem Fall gar nicht machen, leider. Aber das hat ja auch gereicht. Tat auf jeden Fall weh, hä? Wo ist der andere, da? So. Schön den Nacken. Ich schnapp mir hier noch so ein paar Dinger eben gerade. Ein paar Speere, weil wir können ja, wie gesagt, 5 Stück davon tragen, wo auch immer er sie gerade trägt. Ach du Scheiße, da schleifen sich die Soldaten über den Boden. Wirkt auch ein bisschen so wie in so einem Antikriegsfilm. Wobei das natürlich auch zelebriert wird hier, das Gemetzel. Hat natürlich auch was von 300. Vorwärts, Männer! Wir sind fast beim Turm! Shit. Okay, jetzt muss ich mich irgendwie nach vorne rollen. Autsch!
Schildformation. Einreihen! Okay. Wir rücken vor. Pfeile! Das ist ja extremst geil gemacht. Jetzt stoßen wir langsam aber sicher vor. Und Entdeckung! Schilde hoch! Und weiter, 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 weiter. Schilde hoch! Unsere Männer sind alle noch gut drauf. Das klappt wunderbar. Das war ja auch im Prinzip ein geschickter Schachzug der Römer. Dass die wirklich diese Formation auch hatten und so. Autsch, da sind einige draufgegangen. Okay, und jetzt hinterher. Und jetzt zerstören wir diesen Turm, Männer. Bewegung! Angriff in der nächsten Folge. Das gefällt mir richtig gut mit den Formationen. Ansonsten ist das Spiel natürlich stellenweise sehr repetitiv, weil wir hier einen nach dem anderen wegmetzeln müssen. Wie gesagt, wenn die Kampfszenen viel zu lang werden, nach meinem Geschmack, werde ich die ein bisschen kürzen. Ansonsten zeige ich aber natürlich auch alles, weil es macht ja auch Laune und es sieht auf jeden Fall richtig krass aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.